So, herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir haben noch insgesamt drei Termine, heute, Dienstag und Donnerstag und danach ist die Klausur. Damit Sie auf die Klausur optimal vorbereitet sind und da alle ein bestmögliches Ergebnis erzielen können, werden wir uns Dienstag und Donnerstag nur mit der Vorbereitung der Klausur beschäftigen. Außerdem wird es am Wochenende die Möglichkeit geben, an einer Online-Sprechstunde teilzunehmen, wo Sie nochmal alle Fragen stellen können, die Sie immer schon hatten, und zwar ganz anonym, ohne dass ich Sie beobachten kann, und ich beantworte die live vor laufender Kamera. Das heißt, Sie haben dann die Chance, mir alle dummen Fragen zu stellen, die ich dann nicht beantworten kann. Wie das funktioniert, können Sie dann auf eCampus lesen. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir noch kurz den Rest vom besonderen Schuldrecht behandeln. Sie erinnern sich düster, wir haben letzte Woche gesprochen über Verträge über Geld und davor über Verträge über Tätigkeiten. Diese Woche sind dran Verträge über Forderungen und sogenannte atypische Verträge. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber hier ganz kurz noch den Stoff der letzten Woche wiederholen. So, schauen wir mal. Ein Darlehen ist immer ein gegenseitiger Vertrag. Warum stimmt diese Aussage nicht? Ja, so ist es. Sie müssen beim Darlehen keine Zinsen vereinbaren. Wenn Sie ein zinsloses Darlehen gewähren, gibt es keine Gegenleistung des Darlehensnehmers. Was ist denn ein zinsloses Darlehen für einen Vertrag, wenn es kein gegenseitiger Vertrag ist? Ja, hervorragend. Es ist ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Und welchen anderen unvollkommen zweiseitigen Vertrag haben wir auch kennengelernt? Ja, die Leihe. Auch bei der Leihe ist es so, man muss die Sache zwar zurückgeben, man muss aber keine Gegenleistung dafür zahlen. Sie erinnern sich, gegenseitig heißt, man gibt etwas, um was zu bekommen. Und das heißt im Regelfall Zug um Zug. Das heißt, es wird sofort ausgetauscht. Also das Darlehen ist nicht immer ein gegenseitiger Vertrag. Zweite Aussage, die Regeln des Verbraucherdarlehens finden auch auf Existenzgründe Anwendung. Woraus ergibt sich das? Ja, genau, 512 BGB, da steht das ausdrücklich drin, aber auf alle Darlehen an Existenzgründer. Wenn Sie jetzt 1 Million Euro aufnehmen, um Ihren Computerhandel zu machen. So ist es. Wir haben im Gesetz eine ausdrückliche summenmäßige Begrenzung auf 75.000 Euro. Wenn Sie ein höheres Darlehen aufnehmen, sind Sie nicht mehr durch Widerrufsrechte etc. geschützt. Verbraucherdarlehen müssen schriftlich abgeschlossen werden. Woraus ergibt sich das? Ja?
Genau, 492 Absatz 1 Satz 1. Und was passiert, wenn das Darlehen nicht schriftlich abgeschlossen worden ist? Wo steht das? Ja. Ja, in der Tat, 494 Absatz 1, der Vertrag ist nichtig. Gibt es auch eine Ausnahme, oder? Warum hat man nicht einfach in 125 BGB belassen, wo ja das Gleiche drinsteht? Wenn Sie die Norm mal weiterlesen. Genau. In Absatz 2 steht, diese Nichtigkeit gilt nur so lange, wie das Darlehen noch gar nicht ausgezahlt ist. Wenn das Darlehen einmal ausgezahlt ist, hat das Fehlen der Schriftform nur zur Folge, dass die vereinbarten Bedingungen nicht gelten und stattdessen bestimmte gesetzliche Vorgaben gelten. Das heißt, das Darlehen ist wirksam, es gelten dann aber bestimmte inhaltliche Regelungen. Letzte Aussage, der Darlehensnehmer darf keine Teilzahlungen auf das Darlehen leisten, 266 BGB. Warum stimmt das nicht? Zumindest im Verbraucherdarlehen. Ja. So ist es. 497 Absatz 3 Satz 2. Man darf auch Teilzahlungen leisten. Das heißt, Sie müssen nicht den kompletten Betrag jeweils leisten. Sie können auch einen Teil der Rate leisten und profitieren davon. Was sehen wir? Es steht alles im Gesetz. Sie müssen das nicht auswendig wissen. So, machen wir weiter mit unserem Verbraucherdarlehensrecht. Und hier konkret mit dem Widerrufsrecht. Bald sitzt hier keiner mehr, weil alle gehen. Wenn keiner mehr da ist, sage ich, was in der Klausur drankommt. Ja, warum stimmt die erste Aussage nicht? Ja? So ist es. 495 BGB sagt, Sie können unabhängig davon, wie und wo und wann der Vertrag geschlossen ist, ein Verbraucherdarlehen immer widerrufen. Das heißt, der 495 ist sozusagen strenger als der 312G, der sagt, Sie können nur widerrufen bei Geschäften außerhalb von Geschäftsräumen und oder Fernabsatzgeschäften. Das heißt, hier kann sie immer widerrufen. Zweite Aussage, für den Widerruf eines Verbraucherdarlehensvertrages gelten die 355 folgende BGB. Warum stimmt das? Ja, weil das in Absatz 1 steht. Das heißt, hier ist es ganz offensichtlich so, es gelten die Regeln, die wir alle schon mal besprochen haben. Sie müssen also nichts Neues lernen, sondern Sie können einfach 355 folgende anwenden. Was uns aber etwas näher beschäftigt hat, war diese Sache mit den verbundenen Verträgen. Wo steht das denn mit den verbundenen Verträgen? Ja?
Ja, § 358. Und was ist denn ein verbundener Vertrag? Was verstehen Sie denn darunter? Ja? So ist es. Die Verträge bilden eine wirtschaftliche Einheit. Das bedeutet, der eine Vertrag macht nur Sinn, wenn es auch den anderen gibt. Und welches typische Beispiel haben wir für ein solches Verbundesgeschäft kennengelernt? Was ist der typische Fall, wann ist ein Verbraucherdarlehen mit einem anderen Vertrag verbunden? Ja, beim Autokauf, beim finanzierten Kauf. Und woher wissen wir, dass beim finanzierten Kauf grundsätzlich eine wirtschaftliche Einheit vorliegt? Ja, 358 Absatz 3 Satz 2, da steht ausdrücklich drin, wenn der eine Vertrag der Finanzierung des anderen dient und der Vertrag entweder mit dem Unternehmer selbst geschlossen wird oder durch ihn vermittelt wird, bilden die beiden Verträge eine wirtschaftliche Einheit. Ja, also der Finanzierungskauf ist der typische Fall eines verbundenen Geschäfts. Sie finanzieren den Kauf einer teuren Sache, eines Autos, einer Waschmaschine, eines Fernsehers durch Abschluss eines Darlehensvertrages und zahlen dann das Darlehen zurück an die Bank oder den Verkäufer. So, der Widerruf eines Darlehensvertrages führt auch zur Rückabwicklung verbundener Verträge. Aus welchem Absatz von 358 ergibt sich diese Rechtsfolge? Also schwierig ist die Frage jetzt nicht. So lang ist der Paragraph auch nicht. Ja? Ja, natürlich. Aus 358 Absatz 4 Satz 1, der sagt, für die Rückabwicklung des verbundenen Vertrages gilt 355 Absatz 3 und so weiter 357 bis 357b. Warum steht da gilt nur entsprechend? Ich frage nur mal so. Da steht nicht gilt, sondern es gilt entsprechend. Was heißt das, wenn da steht gilt entsprechend? Ja? So ist es. Normalerweise würde 355 Absatz 3 und 356 folgende nur gelten, wenn das ein Vertrag wäre, wo überhaupt selbst ein Widerrufsrecht besteht. Die entsprechende Anwendung soll sicherstellen, dass die Regelungen auch Anwendung finden, wenn Sie im Laden eine finanzierte Sache kaufen. Das heißt, wir brauchen diese entsprechende Anwendung, weil unmittelbar gar keine Widerrufssituation besteht für den verbundenen Vertrag. Widerrufen können Sie nur den Darlehensvertrag. Den anderen könnten Sie nicht widerrufen, aber das Gesetz sagt, er wird trotzdem rückabgewickelt, daher entsprechend. Letzter Punkt, grundsätzlich können Einwendungen und Einreden aus einem Verbraucherdarlehensvertrag auch gegenüber verbundenen Geschäften geltend gemacht werden. Wo steht das?
Nirgends, wie Sie feststellen? Ja? Ja, was sagt ihr 359 genau? Was sagt der 359 ganz genau, wenn Sie den mal lesen? Ja. Es ist genau andersrum, ist das beim Verbot, weil das Anwendung aus dem verbundenen Vertrag gegen das Darlehen gewendet werden könnte. So ist es. 359 sagt genau das Gegenteil. Er sagt, dass wir Einreden aus dem Verbraucherdarlehen, aus dem verbundenen Vertrag gegen das Verbraucherdarlehen geltend machen können. Und ich habe Ihnen gesagt, der wichtigste Fall ist, dass Sie eine Sache haben, die mangelhaft ist. Sie haben ein Auto gekauft, finanziert und das Auto ist kaputt. Dann sagt 359 Absatz 1 Satz 1, dass Sie grundsätzlich auch das Darlehen zurückzahlen müssen, aber mit einer Einschränkung, wenn Sie einen Satz weiterlesen, dann steht da nämlich, dies gilt nicht. Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das heißt, Sie können nicht beim ersten kaputt sagen, ich zahle nicht mehr, sondern erst dann, wenn die Reparatur fehlgeschlagen ist, weil Sie dann auch zurücktreten dürften oder mindern dürften. Vorher dürfen Sie das nicht. Damit ist diese Aussage hier falsch, obwohl da unten ein grüner Balken drunter steht. So, letzte Folie zur Wiederholung. Wir haben dann gesprochen über diese tollen Bankgeschäfte. Ja, schauen wir mal. Ah, toll. Die 675c folgende regeln Verträge, die typischerweise mit Banken abgeschlossen werden. Wie bezeichnet das Gesetz diese Anbieter von solchen Verträgen? Zahlungsdienstleister. Das BGB spricht von Zahlungsdienstleistern. Und wir haben gelernt, es gibt zwei grundsätzliche Typen von Zahlungsdienstenverträgen, nämlich welche beiden kann es da geben? Steht auch im Gesetz, müssen wir nicht auswendig wissen. Was für Verträge gibt es da? Ja.
Genau, es gibt einen Einzelzahlungsvertrag und einen Zahlungsdienste-Rahmenvertrag. Und welcher wichtige Vertrag, den Sie üblicherweise abschließen, ist zum Beispiel ein Zahlungsdienste-Rahmenvertrag, ein Vertrag, den hoffentlich jeder von Ihnen schon mal abgeschlossen hat? Ja, der Vertrag über die Eröffnung eines Girokontos. Ein Girokonto ist ein Zahlungsdienste-Rahmenvertrag. Gut. Zweite Aussage, Überweisungen bedürfen der Zustimmung des Inhabers des belasteten Kontos. Ja? Ja, 675J Absatz 1 Satz 1. Sie brauchen für jede Transaktion die Zustimmung des Kontoinhabers, das heißt desjenigen, der Kunde des Zahlungsdienstleisters ist. Der Kunde haftet nicht für Verluste, die nach Anzeige des Verlustes seiner EC-Karte eintreten. Ja, jetzt sind Sie ganz begeistert von dieser tollen Regelung, weil das Wort Verlust zweimal im Satz auftaucht. Der Kontoinhaber haftet nicht für Verluste, die nach Anzeige des Verlustes seiner EC-Karte eintreten. Ja? Ja, 675V Absatz 3 Satz 1 sagt, abweichend von Absatz 1 und 2 ist der Zahler nicht zum Ersatz von Schäden verpflichtet, die aus der Nutzung eines nach der Anzeige verwendeten Zahlungsauthentifizierungsinstruments entstanden sind. Die EC-Karte ist ein Zahlungsauthentifizierungsinstrument und wenn Sie gemeldet haben, dass sie weg ist, dann haften Sie nicht mehr für den Unsinn, den ein anderer damit anrichtet. Letzter Punkt, der Erwerb eines mehrbändigen Kommentars, Staudinger. Ja, Staudinger, das sind so schwarze Bücher, die stehen da so im Seminar. Und wenn Sie einen ganzen Staudinger kaufen wollen, kostet das ungefähr 12.000 Euro. Dann haben Sie so eine ganze Wand mit schwarzen Büchern. Und jetzt der Erwerb eines mehrbändigen Kommentars, Staudinger, in Teilleistungen gegen Teilzahlungen. Das heißt, Sie zahlen auch nur, wenn ein Buch kommt, ist ein Ratenlieferungsvertrag. Wo ist denn der Ratenlieferungsvertrag geregelt? Ja, Paragraph 510. Und welche Variante da ist das? Ja? Ja, Absatz 1, Satz 1, Nummer 1. Je nach Geschäftsmodell könnte es auch Absatz 1, Satz 1, Nummer 3 sein. Wenn Sie sagen, ich habe hier einen Vertrag, der immer häppchenweise Bücher liefert. Ja, wofür brauchen wir den Ratenlieferungsvertrag? Was ist die Rechtsfolge? Nur mal so als Test. Welchen Wert hat dieser eine Paragraph, der den Ratenlieferungsvertrag komplett regelt? Ja. Ja, erstens, er ist schriftlich abzuschließen und zweitens, wenn man einen Absatz weiter guckt, so ist es. Genauso wie beim Verbraucherdarlehen hat der Verbraucher ein Widerrufsrecht, auch wenn der Abschluss nicht außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz erfolgt. So, damit haben wir das Darlehen und die Zahlungsdienste hinter uns gebracht und kommen jetzt zum Thema weitere vertragliche Schuldverhältnisse und morgen zur Klausurvorbereitung. Ja,
schauen wir mal, was wir da so haben. Zunächst mal haben wir noch die Schenkung. Die Schenkung machen wir ganz kurz. Bei der Schenkung müssen Sie zunächst mal das wissen, was Sie mit Sicherheit schon im BGB AT gemacht haben. In der Schenkung haben Sie nämlich gelernt, hoffe ich, dass die Schenkung ein Vertrag ist. Das heißt, auch derjenige, der beschenkt wird, muss das ausdrücklich annehmen. Erinnern Sie sich daran? Aber Sie haben mit Sicherheit auch im ersten Semester gelernt, dass das einer der Fälle ist, wo Schweigen eine Bedeutung haben kann. Wenn Sie jemandem was schenken wollen und der sagt nicht Ja, dann können Sie dem eine Frist setzen und sagen, entscheide dich, ob du es behalten willst oder nicht. Und nach Ablauf der Frist gilt sein Schweigen als Ja. Das steht in 516 Absatz 2. Also hier haben wir einen Fall, wo Schweigen mal als Zustimmung gilt. Sie kennen auch den gegenteiligen Fall im BGB AT. Wenn die Eltern schweigen, wenn sie zur Genehmigung aufgefordert sind, gilt das als Nein. Hier aber Schweigen als Ja. Dann haben Sie auch im letzten Semester garantiert schon davon gehört, die Schenkung bedarf der notariellen Beurkundung. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, Sie müssen zum Notar gehen, wenn Sie jemandem ein Geschenk versprechen wollen. Wenn Sie also sagen, zu Weihnachten schenke ich dir ein neues Auto, können Sie das problemlos sagen, weil dadurch keine wirksame Pflicht begründet wird. Dieser Vertrag ist formlich nach 125 Satz 1 und damit wertlos. Allerdings, genauso wie bei den Grundstücksgeschäften, kann die Schenkung geheilt werden, wenn Sie die Schenkung erfüllen. Wenn Sie also das Auto übergeben, dann gilt der Schenkungsvertrag als wirksam. Allerdings nur ab dem Moment der Übergabe. Dann gibt es noch die tolle Regelung des 525, die uns gleich noch etwas näher beschäftigen wird. 525 sagt nämlich, man kann eine Schenkung unter Auflage stellen. Der typische Fall ist, man sagt, ich gebe dir mein Grundstück, liebes Enkelkind, wenn du mir versprichst, mich bis zu meinem Tode zu pflegen und zu versorgen. Das ist dann kein Tauschvertrag oder Kaufvertrag, sondern man hat eine Auflage gemacht und das Grundstück soll dazu dienen, dass die Mutter oder der Vater oder die Oma da drin wohnen kann und gehegt und gepflegt wird. Wenn diese Auflage nicht erfüllt wird und das Grundstück zu anderen Zwecken verwendet wird, dann kann man Ersatz des nicht an den Schenker übereigneten Wertes in Geld verlangen nach Bereicherungsrecht. Die Schenkung ist deshalb problematisch, weil der Schenker ein armer Kerl ist. Der Schenker verliert was und bekommt keine Gegenleistung. Deshalb muss der Schenker geschützt werden und das macht das BGB zunächst mal, indem es sagt, wenn der Schenker überraschend so arm ist, ja? Im Zivilrecht gibt es da keinen großen Unterschied. Im Zivilrecht geht es darum, die Bedingung ist, ich sage, du kriegst das Geschenk, wenn du ein Jurastudium abschließt, zum Beispiel. Das wäre eine Bedingung, weil sie hängt nicht mit der Sache zusammen. Die Auflage hängt regelmäßig mit der Sache zusammen, das heißt, nutze die Sache für den oder den Zweck. Du kriegst das Haus, aber du musst darin eine Tierklinik betreiben. Oder du kriegst dieses Auto, du musst dafür aber mich immer von der Arbeit abholen. Das ist eine Auflage. Die Bedingung ist einfach ein Umstand, der außerhalb der Sache ist. Du kriegst dieses Auto, wenn es hier in Bonn regnet. Das wäre eine blöde Bedingung, weil es hier ständig regnet. Aber könnte man machen. So, 519 BGB sagt, wenn Sie arm werden auf einmal plötzlich und brauchen das eigentlich selber, das Geld, was Sie verschenkt haben, dann können Sie die Erfüllung der Schenkung verweigern. Und da steht, wenn es um Ihren eigenen Unterhalt geht oder den Unterhalt von jemandem, dem Sie Unterhalt leisten müssen. Das heißt, Kinder, Eltern, Ehegatten. Wenn Sie also Ihre Eltern nicht versorgen dürfen können, können Sie das Geschenk von Ihrem Liebsten nicht mehr übereignen, behalten Sie das einfach für sich.
Wenn wir dann viele Geschenke versprochen haben, geht es nach der zeitlichen Reihenfolge. Der älteste Beschenkte behält sein Geschenk und je näher Sie sozusagen ans Ende kommen, desto eher riskieren Sie, dass Sie das Geschenk nicht bekommen. Also wenn Sie hingehen und sagen, du kriegst was, du kriegst was, du kriegst was, du kriegst was, kriegt der Erste dein Geschenk und die Letzten kriegen es dann nicht mehr. Wenn das Geschenk einmal erbracht ist, sind die Anforderungen etwas strenger. Nämlich 528 sagt, Sie müssen beweisen, dass der Unterhalt gefährdet ist und Sie kriegen das nur zurück, wenn der Beschenkte das Geschenk auch wirklich noch hat. Wenn er schon verfressen hat oder verspielt hat, haben Sie Pech gehabt. 529 sagt zudem, es gibt eine absolute Obergrenze von 10 Jahren. Nach 10 Jahren, sagt man, kann man sich sicher sein, dass man das Geschenk auch behalten darf. Und zudem, wenn Sie sich selber in die Insolvenz zwingen, können Sie auch nicht Ihre Geschenke zurückverlangen. Also wenn Sie alles im Casino verspielen, dann können Sie nicht Ihre Geschenke zurückfordern, weil das ist grob fahrlässig. Dann sind Sie selber schuld, wenn Sie danach pleite sind. 534 sagt dann noch, wenn die Schenkung einer sittlichen Pflicht entspricht, können Sie sie auch nicht zurückfordern. Die Idee ist dahinter, wenn Sie das Geschenk machen für Ihre Verlobte oder für Ihr Kind, dann sollen Sie die Weihnachtsgeschenke nicht zurückfordern dürfen. Das soll bleiben. 520 BGB sagt, wenn Sie sterben, dann müssen Ihre Erben nicht weiter Ihre Schenkungsversprechen mit monatlicher Rente begleichen. Also wenn Sie gesagt haben, der sowieso soll jeden Monat 100 Euro kriegen, dann müssen das Ihre Erben nicht weiterführen, außer Sie haben das ausdrücklich vereinbart. 530 BGB betrifft den Fall, Ihr Opa schenkt Ihnen ein Pferd und danach verprügeln Sie ihn oder spucken ihn an oder machen andere schlimme Dinge, dann darf der Opa das Pferd zurückfordern. Also, wenn Sie beschenkt werden, seien Sie zum Schenker immer nett, sonst darf er das Geschenk zurückfordern. Auch hier gibt es Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, wenn derjenige einmal gesagt hat, ich vergebe dir, kann er nicht hinterher sagen, ach doch nicht, sondern einmal vergeben ist immer vergeben. Ja? Zweite Ausnahme, man muss innerhalb eines Jahres so sauer werden. Wenn man mehr als ein Jahr Zeit sich lässt, hat man Pech gehabt. Und schließlich können Sie auch verzichten und sagen, nee, ich will gar nicht, dann sind Sie auch raus. Letzte Variante, wenn der Beschenkte tot ist, der Sie angespuckt oder beleidigt hat, dann müssen die Erben auch nichts mehr herausgeben, weil die Erben sind ja nicht schuld, die haben Sie ja nicht angespuckt. Auch hier wieder 534, die Sittenschenkung, das heißt das Geburtstagsgeschenk, das Weihnachtsgeschenk, können Sie auch bei grobem Umgang nicht zurückfordern. Das heißt, es muss schon was Besonderes sein, was Außergewöhnliches, zum Beispiel halt Auto, Pferd, Haus oder wenn jemand überraschend Ihnen was auf der Straße in die Hand drückt, sagt, hier hast du 1000 Euro, dann kann er es auch zurückfordern, wenn Sie ihn anspucken. Was muss man noch wissen? Die Haftung des Schenkers, da haben wir zunächst mal 521. 521 sollten Sie alle kennen, weil das ist die Parallelnummer zu 599. Der Schenker haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die herrschende Meinung, und die ist auch richtig, sagt, das gilt nur für Leistungspflichten. Das heißt, der Schenker kann Sie nicht versehentlich die Treppe runterfallen lassen oder Ihnen ein Brett auf den Kopf fallen lassen. Wenn er das tut, haftet er trotzdem nach 241.2. Das heißt, dieser Haftungsmaßstab gilt nur für die Leistungspflicht. Das heißt, für alles, was mit der geschenkten Sache zu tun hat. 522 sagt, wenn Ihnen jemand Geld verspricht, notariell, dann muss er keine Verzugszinsen zahlen, auch wenn Sie ihn gemahnt haben. Also wenn jemand sagt, du kriegst 1 Million, dass auch alles brav notariell beurkundet wird, können Sie trotzdem nicht durch Mahnung die 5% über den Basiszinssatz verlangen. Dann 523, Rechtsmängel werden grundsätzlich nur relevant, wenn sie arglistig verschwiegen wurden, das heißt, wenn der Schenker sie kannte und ihnen nicht mitgeteilt hat. Eine Ausnahme gilt,
wenn eine Beschaffungspflicht bestand, das heißt, wenn der Schenker sich selber die Sache erstmal beschaffen musste, dann hat er bereits eine Haftung, wenn er grob fahrlässige Unkenntnis hatte und muss dann entsprechend Ersatz leisten. 524 regelt die Haftung bei Sachmängeln, auch da grundsätzlich nur bei Arglist, wenn es um eine Gattungsschuld geht, die der Schenker selber erst noch erwerben muss, muss er nachliefern, wenn er Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis hat. Und das ist auch schon alles, was man überhaupt jemals in seinem Leben zur Schenkung wissen muss. Die Schenkung ist also kein allzu schwieriger Vertrag. Nächstes Semester für Sie relevant werden Schuldanerkenntnisse. So mea culpa oder sowas. Ein Schuldanerkenntnis ist ein einseitig verpflichtender Vertrag. Und dieser Vertrag sagt, ich weiß, ich schulde Ihnen 1.000 Euro. Punkt. Und man grenzt ab, theoretisch, das Versprechen einer Leistung, ich verspreche dir 1.000 Euro, von dem Anerkenntnis einer bereits bestehenden Schuld, ich weiß, dass ich dir 100 Euro schulde. Praktisch hat das aber keine Bedeutung, weil beide Verträge vom Gesetz gleich behandelt werden. Für beide Verträge brauchen Sie die Schriftform und beide Verträge sind Verträge, das heißt, sie müssen angenommen werden. Wenn also der typische Fall, jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich weiß, ich schulde noch 1.000 Euro, dann sollten Sie das schriftlich niederlegen lassen, sonst ist diese Aussage rechtlich irrelevant. Die praktischen Fälle sind die Kontoauszüge, die Sie regelmäßig bekommen, wo draufsteht, die Bank schuldet Ihnen so und so viel 1.000 Euro, so und so viel Millionen Euro. Wenn das auf Ihrem Kontoauszug draufsteht, hat die Bank damit ein Schuldversprechen abgegeben. Sie hat gesagt, ich schulde Ihnen so viel Geld, warum müssen Sie dann nicht erklären? Das kann ja auf 1.000 verschiedenen Überweisungen beruhen. Das Schuldanerkenntnis ist abstrakt, genauso abstrakt wie eine Abtretung, wie eine Übereignung und so weiter. Das bedeutet, es ist unabhängig von der Forderung, die dazu geführt hat. Wenn also gar kein Kaufvertrag besteht, ist trotzdem das Schuldanerkenntnis wirksam. Wenn ich also denke, ich würde Ihnen 1.000 Euro schulden und gebe daraufhin ein Schuldanerkenntnis ab, habe ich ein wirksames Schuldanerkenntnis, auch wenn gar keine Schuld bestand. Ich kann das Schuldanerkenntnis dann möglicherweise anfechten, wegen arglistiger Täuschung oder Irrtums, aber es ist erstmal diese vertragliche Pflicht da. Jetzt frage sich, warum sollte jemand so ein Schuldanerkenntnis abgeben? Der Grund ist ganz einfach, die Verjährung läuft dann, unabhängig von der alten. Wenn Sie also sagen, ich schulde dir 1.000 Euro, dann läuft eine neue Verjährungsfrist, und die alte, die möglicherweise sehr kurz ist, weil sie nur 3 Jahre ist, ist damit erledigt. Zum Zweiten spart das dem anderen erheblichen Aufwand. Er muss nicht mehr beweisen, dass ein Kaufvertrag besteht oder dass das Geld noch nicht gezahlt worden ist oder irgendwie, dass kein Sachmangel vorliegt. Es reicht, wenn er beweist, dass ein Schuldanerkenntnis vorliegt. Nein, das ist ein Motivirrtum grundsätzlich. Pech gehabt. Lernen Sie nächstes Semester noch näher, wenn Sie über Bereicherungsrecht sprechen. Sie können möglicherweise das Schuldanerkenntnis als erlangtes zurückfordern, wenn dafür kein Zweck bestand. Also wenn der Zweck des Schuldanerkenntnisses verfehlt wird, können Sie das nach 812 zurückfordern. Aber Anfechtung geht nicht. So. Um es ganz schwierig zu machen, der Punkt, wo die meisten Leute an Schuldanerkenntnis denken, ist bei Autounfällen. Sie fahren mit dem Auto jemandem rein und sagen, oh, das tut mir total leid und schreiben auf ein Papier drauf, ja, ich war alles schuld und zahle alle Schäden. Dieses Schuldanerkenntnis wird nicht als solches anerkannt, weil man sagt, in der Unfallsituation haben Sie grundsätzlich keinen Rechtsbindungswillen. Sie wollen sich im Unfall
nicht rechtlich verpflichten. Die wollen nur sozusagen ein Beweismittel schaffen hinterher, was im Prozess gegen sie verwendet werden kann. Nach dem Motto, damals hast du doch gesagt, du warst schuld, heute sagst du was anderes, das ist irgendwie widersprüchlich, aber sie wollen nicht einen eigenen vertraglichen Anspruch begründen. Und ein solches schlichtes Anerkenntnis hat einfach nur Wirkung vor Gericht, es hat aber nicht die Wirkung, die 780 hat, dass ein eigener Anspruch entsteht. Es ist einfach nur für den Richter leichter, dass er sagen kann, damals hast du das gesagt, heute sagst du was anderes, jetzt erklär mal, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, das, was beim Unfall passiert, ist kein Schuldanerkenntnis im Sinne von 780, 781. Toll. Damit haben wir die ersten Verträge über Forderungen erledigt, das Schuldanerkenntnis und das Schuldversprechen. Jetzt kommen wir zu dem Vergleichsvertrag. Was ist ein Vergleich? Ein Vergleich setzt voraus, dass Sie sich mit jemandem streiten. Der eine sagt, ich habe einen Anspruch, der andere sagt, ich habe keinen Anspruch, du hast keinen Anspruch. Oder es gibt eine tatsächliche Ungewissheit. Man weiß nicht, wie die Situation ist. Man weiß nicht, ob man momentan Erdöl aus Syrien bekommen wird. In solchen Situationen, sagt das BGB, können beide Parteien nachgeben. Jeder gibt ein bisschen nach und so erreicht man einen Kompromiss. Der Vergleich ist ein gegenseitiger Vertrag, das heißt, A gibt nach, damit B nachgibt und B gibt nach, damit A nachgibt. Ja? A verzichtet auf was, damit B auf was verzichtet oder A gibt was mehr, damit B überhaupt leisten kann. In der Praxis werden Vergleiche oft vor Gericht geschlossen. Dann sagt der Richter, wollen Sie ihn so einigen, 50-50? Und dann sagen die Leute, ja, 50-50 ist okay. Dann verzichtet der eine auf 50% seines Anspruchs und der andere zahlt freiwillig 50%, obwohl er vielleicht meint, gar nichts zahlen zu müssen. Das heißt, jeder gibt nach, der eine verzichtet auf die Hälfte und der andere zahlt, obwohl er gar nicht zahlen müsste oder meint, zahlen zu müssen. Das heißt, beiderseitiges Nachgeben. Ein Vergleich kann auf zwei Arten wirken. Die eine Art ist, dass der alte Vertrag komplett erledigt wird. Sie heben also das alte Schuldverhältnis auf und stattdessen gilt nur noch der Vergleich. Das ist die Novation, das hatten wir, Sie erinnern sich ganz düster, als wir über die Änderung von Verträgen gesprochen haben. Da habe ich gesagt, Sie können Verträge aufheben und an Ihre Stelle einen neuen schließen. Und der praktisch wichtigste Fall ist der Vergleich. Akzessorische Sicherheiten, die möglicherweise bestehen, gehen dann unter. Das heißt, wenn Hypotheken, Bürgschaften und Ähnliches bestehen, sind die futsch. Ebenso sind alle Einwände und Einreden weg. Sie können also nicht mehr sagen, damals war es mangelhaft, weil es gilt nur noch der neue Vertrag, nicht mehr der alte. Die andere Variante ist, es ist ein Änderungsvertrag im Sinne von 311 Absatz 1 ist. Dann werden nur einzelne Punkte geändert, zum Beispiel die Höhe der Gegenleistung oder die Mangelhaftigkeit, das heißt die Beschaffenheit. Alles andere bleibt bestehen. Das heißt, akzessorische Sicherheiten bleiben und alle Einwände, die nicht ausdrücklich im Vergleich geregelt sind, bestehen fort. Im Zweifel wollen Sie nicht alles neu machen, sondern wollen nur ändern, weil Sachen, die Sie nicht gekannt haben, wollen Sie gar nicht erst anfassen. Sie wollen nur das regeln, von dem Sie sicher sind, dass es momentan streitig ist. Das heißt, wenn nicht klar ist, ob Sie den Vertrag ändern wollen oder aufheben, einen neuen schließen wollen, wollen Sie immer ändern. Im Zweifel immer Veränderung. Der Vergleich ist deshalb toll, weil beim Vergleich können Sie Forderungen begründen ohne Schriftform. Sie sagen also, okay, ich sehe ein, ich zahle jetzt 500 Euro ohne Anerkennung einer Rechtspflicht oder weil ich glaube, das passt schon irgendwie, dann brauchen Sie dafür keine Schriftform, obwohl es eigentlich ein Schuldanerkenntnis ist. Wenn Sie dagegen Verträge machen, wo es um Grundstücke geht, dann müssen Sie natürlich zum Notar. Wenn es um Schenkungen geht, müssen Sie auch zum Notar und so weiter. Ja. Sie dürfen keinen Vergleich über Sachen abschließen, die Sie
nach allgemeinem Recht nicht machen können. Typische Fälle sind halt Verträge über den Nachlass einer lebenden Person oder das Vermögen im Ganzen. Solche Verträge können Sie auch nicht als Vergleich schließen. Das ist aber eigentlich selbstverständlich. Das Schöne im Vergleich ist, hier haben wir eine Sonderregelung zum Wegfall der Geschäftsgrundlage. Wenn Sie mal den 779 aufschlagen, dann sehen Sie, da gibt es eine Regelung, nämlich wenn beide Parteien sich über die Vergleichsgrundlage irren, ist der Irrtum relevant. Das heißt, der Vertrag ist unwirksam, wenn ohne Irrtum überhaupt kein Streit bestanden hätte. Beispiel, der eine denkt, es sei Krieg in Frankreich und meint, mit liefern zu müssen, aber denkt auch, es sei Krieg in Frankreich und als Kompromiss einigt man sich dann, dass der Rotwein nicht aus Frankreich, sondern aus Italien kommen muss. Und dann guckt er in die Zeitung, stellt fest, es ist ja doch kein Krieg in Frankreich, dann wird gesagt, ist der Vergleich unwirksam, weil beide Parteien von einer falschen Tatsache ausgegangen sind. Und es kann doch wieder Wein aus Frankreich geliefert werden und es darf kein italienischer Wein geliefert werden. Wenn also der Grund, warum die Parteien Ungewissheit oder Streit haben, sich als falsch herausstellt, ist der Vergleich im Zweifel unwirksam und es gilt wieder der ursprüngliche Vertrag. Ich habe gesagt, ja. Der Anspruch ergibt sich aus dem Vertrag 311, 241, 779. Also der Vergleich ist sozusagen ein Vertrag und aus dem Vertrag ergeben sich ganz normal die Pflichten, die man da vereinbart hat. Ja, ich habe gesagt, beim Vergleich müssen beide nachgeben. Da stellt sich immer die Frage, was passiert, wenn nur einer nachgibt? Wenn nur einer nachgibt, ist das ein Fall des Schuldanerkenntnisses. Er sagt, ich verzichte auf meinen Anspruch in der und der Höhe. Oder er sagt, ich verpflichte mich auf die Zahlung in der und der Höhe, dann wird das Schuldverhältnis zu seinem Nachteil geändert und der andere muss trotzdem zustimmen wegen 311 Absatz 1, wonach jede Änderung durch Vertrag erfolgen muss. Ja, das ist aber kein Fall des Vergleichs. Vergleich ist halt immer, beide nachgeben nach. Wenn nur einer nachgibt, ist das ein kausales Schuldanerkenntnis. So, damit haben wir alle Verträge über Forderungen, die das BGB kennt, behandelt und wenden uns jetzt zu den nicht geregelten Verträgen. Wir haben gesehen, das BGB enthält ganz, ganz viele Vertragstypen, nämlich Kaufverträge, Tauschverträge, Teilzeit-Wohnrechteverträge, Gelddarlehen, Schenkungen, Miete, Pacht, Leihe, Sachdarlehen, Dienstvertrag, Behandlungsvertrag, Werkvertrag, Reisevertrag, Mäklervertrag, Auslobung, Auftrag, entgeltliche Geschäftsbesorgung und Verwahrung, sowie Gewerkschaft, Gemeinschaft, Leibrente, Lebensversicherung, Spiel und Wette, Lotterie, Bürgschaft, Vergleich, Schuldverschreibung, Schuldanerkenntnis, Anweisung und Inhaberschuldverschreibung. All diese tollen Verträge enthält das BGB. Und das Schöne an all diesen Verträgen ist, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie sich da Details zu einprägen, weil diese Verträge werden Sie so in Ihrem Leben wahrscheinlich nie sehen. Was Sie nämlich in Ihrem Leben sehen ist, die meisten Verträge haben Elemente von mehreren. Wenn Sie ins Kino gehen und sich auf Ihren Sitz setzen, könnte das ein Mietvertrag über den Stuhl sein. Aber wenn es ein Mietvertrag über Ihren Kinosessel wäre, hätten Sie ein Problem, es würde nämlich kein Film laufen. Umgekehrt, wenn es nur ein Werkvertrag über das Zeigen des Films wäre, hätten Sie ein Problem, weil wir hätten ja keinen Sitzplatz. Also, die meisten Verträge, die Ihnen im Leben begegnen, sind kombinierte Verträge, wo mehrere in einem sind. Das heißt, Sie müssen sich nicht nur mit den Details der gesetzlichen Regeln auseinandersetzen, sondern Sie müssen sich immer fragen, welche Pflichten haben die Parteien im konkreten Fall vereinbart. Warum machen wir denn überhaupt verschiedene vertragliche Schuldverhältnisse, könnten Sie sich fragen. Der Grund ist ganz einfach. Zunächst mal kann es sein, dass der Vertrag bestimmte Sachen nicht regelt. Es fehlen Pflichten oder es fehlen Angaben zu Leistungsort, Leistungszeit oder es fehlen Regeln zur Gewährleistung. Dann müssen Sie in der Klausur irgendwie diese Lücken schließen.
Und dazu müssen die irgendwas im Gesetz finden, denn die sollen das Recht neu erfinden, sondern die sollen das Gesetz anwenden. Das heißt, sie müssen dazu gucken, was ist es denn am ehesten? Was passt am besten von dem, was wir gelernt haben? Und dann gucken sie, ob es eine Regelung dazu gibt, und wenn es die gibt, können sie die anwenden. Das Zweite haben wir hier auch gemacht, das war auch schon in der Probeklausur dran. Sie müssen den Vertrag rausfinden, wenn Sie eine AGB-Kontrolle durchführen. Denn wenn Sie von wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes abweichen, müssen Sie erstmal sagen, welches Gesetz meinen Sie denn? Von welchen Paragraphen wollen Sie denn abweichen? Und ganz offensichtlich ist es immer dann, wenn es zwingendes Recht ist, wenn Sie über einen Kaufvertrag drüber schreiben, Hulu-Hulu-Vertrag, und sagen, das ist doch gar kein Kaufvertrag, dann kommen Sie trotzdem nicht aus dem Verbrauchsgüterkauf raus. Also wenn Sie einfach irgendwas Kreatives drüber schreiben, nützt Ihnen das nichts. Es gilt das, was es wirklich ist. Um Ihnen das zu illustrieren, habe ich mal hier ein paar Beispielsfälle. Was für ein Vertrag ist es, wenn sich A bei B mal eben 100 Euro leiht? Ja, in der Tat, ein Leihvertrag würde voraussetzen, dass er genau denselben Geldschein, den er bekommen hat, als solchen wieder zurückgibt. Mit der gleichen Nummer und genau diesen Schein. Das wird im Zweifel nicht gewollt sein, er will nur den Geldwert. Also ist es ein unentgeltlicher Darlehensvertrag, ein zinsloses Darlehen. Obwohl da steht Leihe, heißt das Darlehen. Das müssen Sie auch in der Klausur beachten. Nicht alles, was da steht, dürfen Sie wörtlich nehmen. Was sagen Sie zu diesem Fall? A leiht sich bei B ein Kilo Mehl, um einen Kuchen zu backen. Das wird wohl ein Sachdarlehen sein, weil das Mehl den Kuchen kann er dann nicht mehr zurückgeben, obwohl es ja leiht, also obwohl er leiht steht. So ist es. Das ist ein Fall des Sachdarlehens, 607 BGB, weil er kann das Mehl, was er den Kuchen verarbeitet hat, nicht mehr als solches zurückgeben. Das heißt, die Rückgabepflicht wäre von vornherein unmöglich. Daher ist es kein Leihvertrag. Es kann aber auch durchaus ein Schenkungsvertrag sein, weil es oft üblich ist, dass man das Mehl gar nicht mehr zurückgibt, sondern einfach sagt, vielen Dank, das behalte ich jetzt. Ja, sagen Sie, das würde Ihnen nicht passieren, aber so ist es in der Welt. Dann A leiht sich in der Videothek B eine Blu-ray-Disc aus. So ist es. In der Videothek zahlen Sie Geld für das Ausleihen, also ist es ein Mietvertrag, obwohl die das als Leihe bezeichnen. Und jetzt ein ganz schwieriger Fall. K schließt mit Taxifahrer T einen Transportvertrag mit dem Inhalt, dass T den K schnellstmöglich zum Bahnhof fährt. Was ist das denn für ein Vertrag? So ist es. Das ist ein Werkvertrag, es wird geschuldet, der Erfolg, dass er schnellstmöglich beim Bahnhof ist. Aber er ist wirklich ein reiner Werkvertrag, denn was muss der T auch machen, damit er den Vertrag erfüllen kann? Er muss in sein Taxi sitzen lassen, so ist es auch ein Mietvertrag sein. So ist es. Er muss den T auch in seinem Taxi sitzen lassen. Das heißt, dieser Vertrag hat auch ein Mietvertragselement. Er mietet quasi ein Platz in dem Taxi für diese Fahrt. Die sehen also, da sind auch Elemente anderer Verträge dran. Was sollen Ihnen diese Beispiele sagen? Ignorieren Sie die Worte, die im Sachverhalt stehen, sondern überlegen Sie erstmal, was wollen die Leute wirklich? Also wenn da steht Leihe, kann das heißen Gelddarlehen, Sachdarlehen oder Miete? Obwohl alle von Laie sprechen. Lassen Sie sich davon nicht verwirren. Nehmen Sie das, was wirklich gewollt ist. Dass das so ist, haben Sie im ersten Semester gelernt, 133 BGB. Es geht um den wahren Willen, auch wenn falsche Bezeichnungen sind. Sie kennen auch all diesen Hart-Jürings-Köth-Fall mit diesem Schiff, wo Walfischfleisch drauf war und Sie wollten Haifischfleisch und dann kam das falsche Fleisch an und dann sagten die am Hafen,
darf nicht importieren, weil wir hier in Deutschland das nicht haben wollen. Und dann wurde darüber gestritten, was denn eigentlich Vertragsgegenstand war. Dasselbe gilt hier auch, wenn Sie Laie drüber schreiben, gilt trotzdem Mietrecht, wenn Mietrecht gewollt ist. Sie müssen keine juristischen Fachausdrücke verwenden. Und merken Sie sich eine Sache, die ich jetzt ungefähr 1 Milliarde Mal in Klausuren gelesen habe. Es wird im Zweifel immer irgendwie das BGB passen. Schreiben Sie nicht hin, es ist ein Vertrag sui generis, ich weiß gar nicht, was es ist. Irgendwas wird es immer schon sein. Ja, jetzt habe ich gesagt sui generis, was meine ich denn damit? Die 433 folgende sind nicht abschließend. Wir haben in Deutschland Privatautonomie, das heißt Vertragsfreiheit. Nach Artikel 2.1 Grundgesetz können Sie tun und lassen, was Sie wollen, soweit Sie nicht Rechte anderer oder Rechtsgüter der Allgemeinheit beeinträchtigen. Das heißt, Sie können beliebige Leistungen in Ihrem Vertrag vereinbaren. Wenn es nicht unter irgendwas im Gesetz passt, dann sind Sie kreativ und das dürfen Sie machen. Man wendet dann immer, wenn Sie nicht wissen, was es ist, 311 Absatz 1 BGB, der sagt, Schuldverhältnisse entstehen durch Verträge, und 241 Absatz 1 BGB, wo drin steht, Verträge begründen Leistungspflichten zusammen an. Das heißt, die Anspruchsgrundlage ist dann immer Anspruch des G gegen F auf Leistung aus 311 Absatz 1 in Verbindung mit 241 1. Welche Verträge können das zum Beispiel sein? Wir hatten einmal einen Fall, da ging es darum, dass jemand jedes Jahr für seinen Geburtstag Prostituierte einlädt. Sie erinnern sich düster? Und er hat einen Vertrag geschlossen, der den Inhalt hatte, dass er es unterlässt, Prostituierte einzuladen und dafür Geld bekommt. Und wir haben ein gewisses Problem, diesen Vertrag einzuordnen. Denn es ist kein Kaufvertrag. Er kauft nicht sozusagen die Unterlassung. Ja? Es ist auch kein Dienstvertrag, er muss ja keinen Dienst erbringen, sondern er soll ja gerade nichts tun. Er soll etwas unterlassen. Oder es ist auch kein Werkvertrag, er schuldet keinen Erfolg, sondern er schuldet gerade einen Nicht-Erfolg, dass nämlich keiner kommt. Das heißt, hier können Sie dann 311 zu 41.1 als Anspruchsgrundlage anwenden. Das dürfen Sie aber immer nur dann tun, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Das ist der allerletzte Weg, wenn nichts anderes mehr geht. Solange Sie einen anderen Weg finden, müssen Sie ihn anwenden. Das Erste, was Sie beachten müssen, sind Umgehungsverbote. Sie erinnern sich düster, im Kaufrecht haben wir 475 Absatz 1 Satz 2. Sie dürfen die Regel des Verbrauchsgüterkaufs nicht durch andere Gestaltung umgehen. Wenn Sie also einen ganz tollen, kreativen Vertrag erfinden, darf der trotzdem nicht das Verbrauchsgüterkaufrecht umgehen. Dasselbe haben wir auch beim Verbraucherdarlehen. Die Idee dahinter ist, wenn der Gesetzgeber zwingend macht, möchte er nicht Ihre Kreativität fördern, um es zu umgehen, sondern es gilt einfach ausnahmslos. Zweitens brauchen Sie das immer dann, wenn Sie unbewusste Regelungslücken haben. Zum Beispiel in unserem tollen Vertrag über die Unterlassung der Prostituierten gibt es keine Regelung zum Gewährleistungsrecht. Da müssen wir also allgemeines Schuldrecht anwenden und wir haben dann kein Problem. Um das Ganze zu finden, vergleichen Sie einfach das, was im Vertrag geregelt ist, mit dem, was im Gesetz steht und nehmen das, was am ehesten passt. Das klappt nicht immer. Zum Beispiel kennen Sie vielleicht alle Netflix. Ja, Netflix, schon mal gehört, da kann man Filme gucken. Ja, da kann man Filme gucken und Serien und Zeichentrickfilme. Und man könnte meinen, das ist doch sowas wie Videothek und wir haben eben gelernt, Videothek ist doch ein Mietvertrag. Aber so ganz stimmt das nicht. Denn bei Netflix haben Sie ein großes technisches Problem. Sie kriegen nie eine Blu-ray-Disc oder DVD. Sie haben nie eine Sache in der Hand. Das Einzige, was Netflix macht, ist quasi, Ihnen ein ganz langes Fernrohr zu geben, damit Sie auf die Leinwand von Netflix gucken, was auf deren Server abläuft. Und Sie kennen auch alle die Probleme, die dabei bestehen, nämlich, dass die Leute alle unzufrieden sind. Jeder vierte Nutzer sagt, bei mir ruckelt das,
die Auflösung ist so schlecht und alle meckern immer. Netflix sagt dazu, hängt davon ab, wo sie sind. Wenn sie eine schlechte Verbindung haben, sind sie selber schuld, müssen sich halt einen anderen Internetprovider raussuchen. Netflix ist für alle da. Gilt übrigens auch für Amazon Prime. So, ich will hier keine Markenwerbung machen. So, also, das haben wir jetzt alles geklärt. Wir wissen nicht, was Netflix ist. Es dürfte aber wohl eher ein Werkvertrag sein als ein Mietvertrag, weil sie haben kein Medium auf sie zugreifen, sondern es soll der Film irgendwie bei ihnen zu Hause ankommen. Wie die das machen, ein Wunder der Technik, interessiert sie nicht so. Sieht man hier auch wieder. So. Ein anderer nicht geregelter Vertrag, außer dem Netflix-Vertrag, ist die Garantie. Über Garantien haben wir schon mal gesprochen im Kaufrecht. Sie erinnern sich ganz düster, Kaufrecht, schon lange her. Und da haben wir hier in diesem roten Kästchen stets über 443, 477 gesprochen, wo drin steht, eine Garantie kann übernehmen der Hersteller, der Verkäufer oder ein beliebiger Dritter. Und eine Garantie ist schlicht die Erklärung, wenn bestimmte Sachen nicht passieren, bekommst du Geld von mir. Wenn diese Jacke nicht 10 Jahre hält, zahlen wir dir den Kaufpreis zurück. Das ist ein Versprechen und dieses Versprechen muss gehalten werden. Das Schöne an der Garantie ist, dass es in den meisten Fällen ein Drei-Personen-Verhältnis ist. Das heißt, ähnlich wie beim Vertrag zugunsten Dritter, haben wir einen Gläubiger, einen Schuldner und einen Garanten. Der D ist der Garant. Und der D sagt, wenn im Verhältnis G zu S der Erfolg nicht eintritt, dann hafte ich. Also zum Beispiel, der sagt, sollte dieser Joghurt Sie nicht glücklich machen, zahle ich Ihnen 5 Euro. Es gibt solche Angebote. Also wenn Sie diesen Joghurt essen und nicht glücklich sind, bekommen Sie von mir 5 Euro. Das verspricht er und der Verkäufer hat damit nichts zu tun. Das ist einfach der Hersteller oder irgendjemand, der da Marketing machen will. Das ist eine Garantie. Und wenn Sie das BGB durchblättern, werden Sie feststellen, es gibt keinen Garantievertrag im BGB. Trotzdem ist es selbstverständlich, dass Sie etwas versprechen können, dafür, dass ein bestimmter Umstand eintritt oder nicht. Allerdings, im Zweifel wird niemand eine Garantie übernehmen. Niemand wird Ihnen sagen, Sie bekommen 1000 Euro, wenn Sie die Klausur nicht bestehen. Das wird Ihnen nie jemand versprechen. Schade eigentlich, ne? Denn sonst würden die alle glatt durchfallen, weil sie sagen, die 1000 Euro. Das wird Ihnen nie jemand versprechen, weil derjenige, der es verspricht, hat es ja nicht in der Hand. Das heißt, bei der Garantie trägt derjenige das Risiko und kann es gar nicht kontrollieren. Das heißt, im Zweifel gibt es keine Garantien. Insbesondere kann der Garant nicht sagen, ja, ich bin es ja gar nicht schuld. Er kann auch nicht sagen, wende dich erstmal an deinen Verkäufer. Er kann auch nicht sagen, mach mal dieses oder jenes. Der Garant muss zahlen. Punkt. Ohne Einrede, ohne Verteidigung, immer Pech gehabt. Also Sie sehen, bei der Garantie ist die Regelung ganz einfach. Der Garant verspricht und er muss zahlen. Wir haben aber keinen einzigen Paragraphen BGB. Und trotzdem ist es selbstverständlich, dass das geht. Das kann man daraus entnehmen, dass wir im Kaufrecht die 443, 477 haben und die müssen erst recht auch im Allgemeinen gelten, sodass das auch über die Norm hinaus gelten muss. Es gibt aber auch Verträge, da haben wir ganz große Probleme, weil wir keine Ahnung haben, was der Vertrag eigentlich regelt. Das typischste Beispiel dafür ist Google. Sie schließen mit Google einen Vertrag ab. Das wussten die vielleicht alle nicht, aber Sie schließen mit Google einen Vertrag ab, der unter anderem sagt, dass Google mit all Ihren Daten tun und lassen kann, was Sie wollen. Ja, nicht ganz, aber im Wesentlichen. Sie können Ihre Daten für Werbezwecke verwenden, für Marktforschungszwecke verwenden, für alles Mögliche verwenden. Und diesen Vertrag schließen Sie ab.
Es ist aber kein Schenkungsvertrag, ich schenke Google meine Daten, sondern sie wollen auch, dass Google was für sie tut. Nur was genau Google für sie tun soll, ist gar nicht mal so einfach zu definieren. Es ist kein Werkvertrag, weil sie wissen ja gar nicht, was rauskommen soll, was das Werk ist. Es ist aber auch kein Dienstvertrag, weil Google soll sich nicht auch irgendwie bemühen, sondern Google soll schon irgendwas tun, wir wissen nur nicht, was. Zum Beispiel fragt man sich, soll Google neutral sein, in dem Sinne, dass Google nicht manipulierte Ergebnisse, sondern die objektiv die besten sind, rausgibt? Muss Google vollständig sein, das heißt, müssen alle Internetseiten der ganzen Welt bei Google drin sein? Und muss Google aktiv verhindern, dass Leute Suchmaschinen manipulieren? All das sind Fragen und die beantwortet weder das BGB, noch beantwortet sie Google selber, sondern da müssten wir dann im Notfall vor Gericht gehen und hoffen, dass der Richter auf ihrer Seite ist und nicht auf der Seite von Google. So, das sind jetzt Verträge, die es gar nicht gibt, wo es gar keinen Paragraphen zu gibt. Es gibt aber auch Verträge, die sind einfach nur typengemischt. Und diese typengemischten Verträge, da müssen Sie zwei Arten unterscheiden. Der erste Vertrag ist die Typenkombination. Sie kombinieren mehrere Teile, die Sie theoretisch auch einzeln kaufen können. Dafür habe ich mal hier als Beispiel den Beherbergungsvertrag aufgeschrieben. Der andere Vertragstyp ist die Typenverschmelzung. Bei der Typenverschmelzung ist es so, dass Sie die Leistung nicht mehr trennen können, sondern dass es eine Leistung ist, die aber irgendwie in zwei Kategorien fällt. Beherbergungsvertrag heißt, ja, das Kino ist zum Beispiel genauso wie der Beherbergungsvertrag ein Vertrag, in dem zwei Typen trennbar kombiniert werden. Das werden Sie jetzt sehen, wenn Sie den Beherbergungsvertrag sehen. Der Beherbergungsvertrag kombiniert die Miete des Hotelzimmers mit dem Roomservice, dass die Leute ihr Zimmer putzen, das ein Dienstvertrag ist, und möglicherweise auch mit einem Werklieferungsvertrag, wenn nämlich Ihnen Essen aufs Zimmer gebracht wird oder morgens ein Frühstück serviert wird. Das heißt, Sie haben beim Beherbergungsvertrag im Grunde drei Verträge abgeschlossen, zahlen aber einmal eine Flatrate sozusagen für alle drei. Die zahlen nur einmal, kriegen dafür aber Miete, Dienstvertrag und Werklieferungsvertrag. Ja? Für solche Verträge, die kombiniert sind, sagt man, gilt die Trennungstheorie. Die Trennungstheorie besagt, wenn was schief läuft, gilt grundsätzlich das Gewährleistungsrecht der Leistung, die schief gelaufen ist. Zum Beispiel, wenn in Ihrem Hotelzimmer das Bett unter Ihnen zusammenbricht, dann macht es Knall und Sie liegen auf dem Boden. Dann ist das ein Mangel im Mietrecht und damit können Sie vorgehen nach 536a. Wenn dagegen das Abendessen gammelig war und Sie am nächsten Tag Magenbeschwerden haben, ist der Mietvertrag in Ordnung gewesen, aber der Werklieferungsvertrag war schlecht. Das heißt, es gilt das Gewährleistungsrecht des Werklieferungsvertragsrechts, das heißt nach 651, 434 folgende. Und wenn die Putzfrau ihr Geld klaut aus ihrem Zimmer oder ihren Schmuck oder was immer sie da aufbewahren, dann ist es eine Verletzung im Dienstvertrag und Sie gehen da unmittelbar nach 280 vor. Das heißt, Sie können für jeden dieser Blöcke das jeweilige Gewährleistungsrecht anwenden. Dasselbe können wir auch beim Kino machen. Wenn auf Ihrem Kinositz ein großer Kaugummi klebt und Sie setzen sich da drauf und danach haben Sie den Kaugummi an Ihren Klamotten, dann ist das eine Schlechtleistung des Mietvertrages. Wenn dagegen der Film einen Riss hat oder auf einmal nach der Hälfte nur noch so Pixel kommen, dann haben Sie ein Problem mit dem werkvertraglichen Element. Oder um es noch anschaulich zu machen, wenn Sie einen Fall aus der Law-Klinik nehmen wollen, ja, echter Fall aus dem Leben, da wollte jemand mit einem Fernbus von Bonn nach Berlin fahren. Und der Sitz hatte einen großen braunen Fleck und roch sehr intensiv. Und die Fahrt nach Berlin dauerte noch eine gewisse Zeit. Und dann war die Frage, hat er irgendwelche Rechte? Und dann kann man sagen, ja,
nämlich ein Problem mit dem Mietvertrag. Das heißt, Sie können hier mietvertragliches Gewährungsrecht anwenden, denn er hat diesen Sitzplatz gemietet und der hatte einen eklig riechenden braunen Fleck, mit dem er dann bis Berlin auskommen musste, egal wie vorsichtig und gründlich und vernünftig der Fahrer fuhr. Das ist halt das Schicksal beim Fernbus. Nicht, dass die Bahn besser wäre. So. Das andere Beispiel für einen nicht kombinierten Vertrag, wo die Elemente untrennbar sind, ist die gemischte Schenkung. Was ist eine gemischte Schenkung? Bei einer gemischten Schenkung ist es so, zum einen zahlen Sie Geld, aber das Geld ist so weit weg von dem wahren Wert, dass die Parteien sich einig sind, dass ein Großteil der Sache Ihnen geschenkt wird. Also man sagt zum Beispiel, ich verkaufe dir mein Auto mit einem Wert von 5.000 Euro für 500 Euro und die restlichen 4.500 schenke ich dir. Also ich schenke dir 4.500 und 500 verkaufe ich dir. Nun kann man das Auto nicht aufteilen. Man kann nicht sagen, okay, du kriegst nur den linken Seitenspiegel und den Rest halt nicht. Das heißt, der Kaufvertrag und der Schenkungsvertrag bilden eine Einheit. Und da macht es auch keinen Sinn zu sagen, das, was jetzt kaputt ist, ist der geschenkte Teil oder das, was jetzt kaputt ist, ist der gekaufte Teil. Weil das können Sie hier nicht trennen. Deshalb macht die Trennungstheorie für diesen Fall keinen Sinn. Stattdessen wendet man die sogenannte Einheitstheorie an. Und die Einheitstheorie sagt, der ganze Vertrag wird nach dem Schwerpunkt behandelt. Wenn es also überwiegend eine Schenkung ist, geht es nach Schenkungsrecht. Wenn es überwiegend ein Kauf ist, geht es nach Kaufrecht. So einfach ist das. Um Sie zu verwirren, ist das dummerweise allerdings umstritten. Es gibt Leute, die wenden auf die Kombinationsverträge die Einheitstheorie an und auf die Typenmischungsverträge die Trennungstheorie. Sie werden aber schnell feststellen, dass es wenig Sinn macht, dass sie sagen, 500 Euro von dem Auto sind geschenkt und 4.500 Euro von dem Auto sind gekauft oder umgekehrt. Deshalb müssten Sie im Zweifel immer zu diesem Ergebnis kommen, weil das einzig Logische ist. Der Unterschied ist, dass Sie sich einig sind, dass ein Teil umsonst erfolgt. Also am normalen Kauf würden Sie sagen, das ist ein günstiger Kauf, der Preis ist niedrig. Aber hier sind die Parteien sich zusätzlich einig, dass sie sagen, der Rest soll geschenkt sein. Also nach dem Motto, du zahlst einen ganz kleinen Preis und den Rest schenke ich dir, weil ich großzügig bin. Also wenn die Parteien sich einig sind, dass ein Teil unentgeltlich erfolgt, ist es eine Schenkung. Also sie kaufen ein Pferd für 5 Euro, dann würde man im Zweifel konkludent sagen, der Rest des Pferdes soll wohl geschenkt sein. Weil es kann nicht sein, dass irgendjemand ernsthaft meint, dass die 5 Euro eine Gegenleistung für das Pferd sind. Dann ist irgendwie eher so, weiß ich nicht, Illustrationsobjekt. Auch bei der Typenmischung haben wir heutzutage aber Probleme. Sie kennen vielleicht Google. Und Google hat ein Heimsteuerungssystem gekauft. Jetzt fragen Sie, was ist ein Heimsteuerungssystem? Stellen Sie sich vor, Sie wollen, dass Ihre Waschmaschine angeht, wenn Sie nicht zu Hause sind. Oder die Heizung soll schon mal vorheizen, bevor sie nach Hause kommt. Das Licht soll angehen, damit der Einbrecher verschreckt wird. Der Fernseher soll laufen, keine Ahnung, was wir alles einprogrammieren. Das können Sie alles programmieren. Und Google bietet das an. Und Google hat dazu einen Anbieter gekauft, der solche tollen roten, soll man was sagen, Hockey-Pucks herstellt. Aber das sind diese Heimautomationssysteme. Und die funktionieren so, die werden mit dem Internet verbunden in Ihrer Wohnung und steuern dann Licht, Heizung, Lüftung, Waschmaschinen, was auch immer Sie anschließen, über Internet. Dann hat Google aber gesagt, wir wollen diesen Internetdienst nicht mehr anbieten und hat die Software auf dem Server im Internet abgestellt. Jetzt haben Sie immer noch diese tollen roten Kästen im Haus, aber die Kästen machen nichts mehr, weil es gibt keinen an der anderen, am Ende der Leitung, der das Ganze steuern könnte. Das heißt, die Geräte sind komplett wertlos, weil es nichts mehr gibt, was sie steuert. Oder, wenn Sie ein lebensnäheres Beispiel für Sie haben wollen, Sie können sich für viel Geld Fitnessarmbänder kaufen. Ja, es gibt diese tollen Fitnessarmbänder,
die messen irgendwie ihren Puls und wo sie laufen und bearbeiten das alles. Diese Fitnessarmbänder arbeiten zum Großteil online. Wenn der Server abgestellt wird, haben sie noch ein wenig dekoratives Plastikband. Das macht nichts mehr. Ohne Server nützt ihnen das Ding schlicht gar nichts. Das Ganze ist deshalb problematisch, weil sie haben hier eine Kombination aus einem Kaufvertrag. Sie zahlen für das Fitnessarmband 400 Euro oder 1000 Euro oder 10 Millionen Euro. Und zweitens brauchen sie eine Dienstleistung, nämlich einen Server, der die Daten verarbeitet. Und das BGB sagt, grundsätzlich bleibt es auch dann ein Kauf, wenn daneben eine Dienstleistung erbracht wird. Das ist für sie aber ziemlich blöde, weil das Kaufrecht sagt ihnen nur, es muss im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelfrei sein. Das heißt, wenn ihr Fitnessarmband für 500 Euro für 2 Minuten funktioniert, dann haben sie danach Pech gehabt und kriegen kein Geld mehr zurück. Zweites Problem ist, derjenige, der den Dienst anbietet, ist nicht der, wo sie es kaufen. Sie kaufen das Fitnessarmband bei Galeria Kaufhof, bei Amazon, bei Saturn oder sonst wo. Derjenige, der den Dienst anbieten muss, ist irgendwie ein komischer Amerikaner. Der wird sich auch sagen, warum soll ich jahrelang den Dienst anbieten können? Mein Geld habe ich ja jetzt schon bekommen, der hat es ja gekauft. Und der 476 BGB sagt, es wird nur vermutet, dass ein Mangel bei Gefahrübergang vorliegt. Das sind aber auch nur 6 Monate. Ein halbes Jahr lang mag das noch betreiben. Selbst mit 438 BGB hätten sie gerade mal 2 Jahre Nutzung ihres Fitnessarmbands. Also insgesamt für diesen typengemischten Vertrag hat das BGB keine Regelung. Weil sie zahlen nicht monatlich, damit ist es kein Dienstvertrag. Und die Gewährungsfristen im Kaufrecht sind so kurz, dass sie die Sache nicht sinnvoll nutzen können. Stell dir vor, es wäre ein Auto, nach 2 Jahren fährt ihr Auto nicht mehr. Und nach 6 Monaten oder nach 3 Wochen. Die einzige Lösung, die das BGB momentan kennt, ist, man vertraut auf den Markt und sagt, irgendwie werden die Leute ja keine Sachen kaufen, die schnell kaputt gehen. Ob das so funktioniert, wird sich in 2, 3 Jahren zeigen. So, damit sind wir fast am Ende und kommen jetzt noch zu den Anglizismen. Der erste Vertragsstil, von dem Sie mal gehört haben müssen, ist Franchising. Sie kennen das alle, McDonald's oder Burger King oder Subway. Ja, oh, toll, wir alle begeistert von der gesunden Ernährung hier. Franchise-Verträge sind ganz tolle typengemischte Verträge. Beim Franchise-Vertrag kriegen Sie zunächst mal Gegenstände. Gegenstände heißt zum Beispiel Werbeplakate. Die Dinger, die hier im Schaufenster hängen, kriegen die geliefert. Sie kriegen weiterhin die Marken. Sie dürfen ihr Geschäft so grün malen, wenn sie Subway sind, oder gelb-rot, wenn sie McDonald's sind, oder, weiß nicht, die Farbe Burger King hat grau, wenn sie Burger King machen. Zweitens wird der Franchisegeber für sie Werbung machen. Der macht Fernsehwerbung, Sie kennen das, neue Cola-Gläser bei McDonald's ab heute. Ja. Das macht der für Sie. Und last but not least ist er auch jemand, der Ratenlieferung bringt. Der schickt Ihnen jede Woche große Kisten mit Brötchen und große Kisten mit so Presshack irgendwas, tiefgefroren. Das schickt er Ihnen alles und das ist seine Dienstleistung. Das tut er alles für Sie und dafür bekommt er Geld. Jeden Monat. Immer wieder von Ihnen. Entweder umsatzabhängig oder pauschal. Das Problem mit den Franchise-Verträgen ist, dass sie ganz oft getarnte Arbeitsverträge sind. Wenn man nämlich sagt, du musst jeden Morgen von dann und dann bis dann und dann in deinem Laden sein und du darfst nur unsere Produkte verkaufen und du darfst auch nicht über den und den Radius hinaus verkaufen und du musst die und die Preise nehmen und so weiter und so fort, dann hat der keine Gestaltungsmöglichkeit mehr. Und in dem Moment, wo der Franchise-Nehmer keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat, hat er Pech gehabt. Dann ist er nämlich Arbeitnehmer
und als Arbeitnehmer wird er geschützt vor Kündigung und so weiter und so fort. Das lernen Sie dann alles im Arbeitsrecht. Der echte Franchise-Vertrag hier ist ein ganz einfacher typischer Vertrag. Sie haben also ein bisschen Mietrecht, ein bisschen Dienstvertragsrecht, ein bisschen Kaufrecht. Sie können also alles da mitnehmen. Wir haben schon gesprochen über den Leasingvertrag und ich habe Ihnen gesagt, der Leasingvertrag ist grundsätzlich ein Mietvertrag, aber man schließt das Gewährleistungsrecht des Mietrechts aus und tritt stattdessen die Ansprüche gegen den Verkäufer ab. Ja? Sie kriegen also kaufrechtliche Gewährleistung gegen den Verkäufer, haben aber keine Rechte gegen den Leasinggeber. Das ist der Deal beim Leasingvertrag. Das klingt auch viel cooler als es ist, weil man einfach einen anderen Ausdruck haben wollte als Mietvertrag, hat man es halt, oder Mietkauf, hat man es Leasing genannt. Und ein letztes Highlight unserer Reihe, tolle englischsprachige Ausdrücke, ist das Factoring. Factoring bedeutet Folgendes. Sie sind Küchenstudio-Anbieter. Sie haben ein Küchenstudio und verkaufen Menschen Küchen. Jetzt haben Sie praktisch folgendes Problem. Die Leute zahlen ihre Rechnungen nicht. Sie müssen aber ihre Lieferanten bezahlen und ihre Mitarbeiter. Und jetzt kommt der Factor ins Spiel. Der Factor sagt Ihnen, hör mal, du bekommst 20.000 Euro für die Küche. Ich zahle dir jetzt sofort, Cash auf die Hand, 12.000 Euro. Die 12.000 Euro kannst du behalten, kannst du machen, was du willst. Wenn der Kunde nicht zahlt, habe ich Pech gehabt. Wenn der zahlt, krieg ich 20.000. Ja? Das heißt, du trittst mir deine Forderung ab in Höhe von 20.000 und ich zahle dir dafür 12.000. Das nennt sich Kaufvertrag. Der kauft die Forderung im Wert von 20.000 für 12.000. Wenn die Forderung nicht einbringbar ist, hat er Pech gehabt und ich habe 12.000. Wenn die Forderung einbringbar ist, habe ich immer noch 12.000 und er hat 20.000, also 8.000 Gewinn gemacht. Klares Geschäftsmodell? Der kauft sozusagen Risiken. Um Sie noch ein bisschen mit coolen Ausdrücken zu verwirren, er trägt das delkredere Risiko. Das heißt, er trägt das Risiko, dass der Schuldner ausfällt. Er kauft Risiken sozusagen. Das ist das echte Factoring. Aber die Marktwirtschaft hat auch ein Alternativmodell entwickelt und das heißt unechtes Factoring. Das unechte Factoring funktioniert wie folgt. Sie haben wieder Ihr Küchenstudio, haben die Küche verkauft für 20.000 Euro und jetzt brauchen Sie dringend Geld, um Ihre Mitarbeiter und Lieferanten zu bezahlen. Jetzt gehen Sie zum Factor und der Factor sagt Ihnen, pass auf, ich zahle dir 18.000 Euro. Sofort Cash auf die Hand. Aber wenn ich die 20.000 nicht kriege, dann zahlst du mir gefälligst die 18.000 zurück. Also der Deal ist, wenn ich die 20.000 kriege, Glück gehabt, nehme ich 20.000. Wenn ich die 20.000 nicht kriege, zahlst du mir das Geld, was ich dir gegeben habe, wieder zurück, im Zweifel sogar mit Zinsen. Dieser Vertrag ist ein Darlehensvertrag. Jetzt fragen Sie sich, warum sollte das jemand abschließen? Ganz einfach, Sie bekommen Ihr Geld früher. Wenn Sie sicher sind, Ihre Kunden zahlen, haben Sie Ihr Geld schon früher und der Factor hat sozusagen diese Übergangsphase finanziert. Was macht der Factor? Der Factor ist nebenbei auch ein Kassounternehmen und schickt dann die Schlägertypen los, die dafür sorgen, dass die Forderungen auch bezahlt werden. Das heißt, der Factor ist sozusagen derjenige, der sich ums Geld kümmert und Sie kümmern sich ums Küchenverkaufen. Trotz der coolen Bezeichnung mit Factoring ist das echte Factoring einfach ein Kaufvertrag, das unechte Factoring ist einfach ein Darlehensvertrag. Das ist also nicht allzu spektakulär. Wir haben einfach einen coolen Ausdruck für etwas, was es auch so im BGB gibt. So, damit haben wir jetzt jedes
einzelne vertragliche Schuldverhältnis, was es überhaupt auf dieser Welt geben kann, behandelt. Und morgen werden wir uns mit der Klausurvorbereitung beschäftigen. Das heißt, morgen machen wir das, was Sie brauchen, damit Sie in der Klausur 18 Punkte machen können. Und das ist dann alles für heute.